Ja, mein Name ist Daniel Hanoch. Ich war der Jüngste in unserer Familie. Ich habe einen Bruder, Schwester, Vater und Mutter. Ich bin geboren 1933 in Kaunas, Lituania. Und Hanoch ist mein Familie, ist ein hebräisches Name. Und wir haben gelebt ganz schön. Die Familie waren Bauern und die haben gearbeitet, das Land. Und das Leben war sehr gut. Wir haben gewohnt in Kaunas und wir haben gehabt ein gutes Leben. Mein Vater hat gehabt zu tun mit Holzhändler und wir haben gehabt hebräische Schulen. Ich habe noch ein Jahr gekündigt zu studieren und dann in 1940 noch den Agreement Ribbentrop-Molotow waren wir unter der russischen Okkupation ein Jahr und dann war die Okkupation Barbarossa Action, wenn die Deutschen sind reingekommen. Ich denke, dass wenn die Deutschen haben marschiert in Kaunas und ich war irgendwo versteckt, habe ich gesehen, wie der deutsche Offizier reitet in einem Pferd mit einer weißen Jacketten und die heute um Angst gehabt, alles war in Ordnung. Dann sage ich, was haben Sie Angst? Sie sind doch, ich war 8 Jahre alt, Sie sind doch nette Leute, Soldaten, wo Sie gehen, sind die Schlechte. Aber ganz schnell haben wir verstehen, dass die Deutschen sind kaltgebrachte Einsatzkommanden. Aber die lituanische Judentum, 96% waren vernichtet bei den Lituanern. In den ersten 3, 4 Tagen, die ganze Familien haben vernichtet in die kleinen Dörfer. Ich war blond, habe ich der Einzige, was ich könnte in die Straße rausgehen, bringen etwas zu essen, zu sehen, die brutalischen, was waren gegen die Juden, bei den Lituanern, spezial. Ich habe mir eine Mauer gebaut. Ich habe gesagt, dass das ist etwas, was ich kann nicht behandeln, auch zu beschützen die Familien und auch zu sehen die Brutality. Und das habe ich gesehen tagtäglich. Und dann hat man ein Gesetz gegeben, Juden nur an der Straße, einen gelben David Star. Und wir sind rein in Ghetto, noch eine ganze Familie. In Ghetto. Kovner Ghetto war speziell etwas anders, es war kleinere Ghetto und auch die Bevölkerung, jüdische Bevölkerung in Kovner, es war ein Prestige-Judaismus. Ich gehe nicht nur dem Stürmer-Stereotyp, was ist ein Jude, aber das waren intelligente Leute, viel gebildet in Deutschland. Meine Mutter war eine Journalistin, meine Schwester hat schon studiert Medizin. Und Vater und mein Bruder, wir waren noch beide in Schule. Aber ganz schnell haben die Deutschen beschlossen, das sind nicht arbeitsfähige die Kinder. Und die mussten sich kennen, Kinderaktion. Wann mein Vater und Mutter haben gewusst, dass die Kinder nicht mehr beschützen, haben sie gesagt, hör mal zu, mein Sohn, die wollen wir totschlagen. Und du musst dich das Leben beschützen, aber nicht, ich sage dir die Wahrheit. Und ich denke, das war die wichtigste Sache. Und so war die Kinderaktion. Ich war allein im Ghetto. Immer Hilfe gehabt, habe ich mich versteckt unter dem Dach auf Deutschen Arbeitsamt in Ghetto. Und weil man hat gesagt, alle raus. Und das ist, habe ich bewusst, dass das geht zum Tod. Habe ich mir oben war eine kleine Stier mit einem Ring. Ich habe das Ring gefunden. Ich habe gewusst, dass das. Und ich habe nur konzentriert in diesen Ring. Die Leute rau, scheiße, wie die Deutschen. Und wenn ich habe das Ring gefunden, habe ich an den Kopf von einem Deutsch gesprungen. Der war unten da. Und er hat das nicht gesehen, was passiert. Sie haben gesehen, das kleine rote Haus. Habe ich angefangen zu laufen. Er hat geschossen nach mir. Sieg, sieg, sieg. Und die sind rauf oben an diesem Platz und mit Bajonetten. Dort waren different Sachen und nicht gefunden. Wenn ich untergegangen bin, habe ich gesagt, dass ich habe mich mein Leben vom definitierten Tod rausgenommen. Und dann habe ich mich schon angefangen, ein anderes Leben, so wie einen Schiff, weglaufen immer. Und mir hat auch die Portion auf Essen weggenommen von unserer Familie. So, wir waren 5 Leute, 20% war viel, habe ich immer gesucht,
verschiedene Sachen, etwas gekocht, etwas aufgepasst auf all ältere Leute in Ghetto. Und das war, bis die Ghetto war liquidiert. Jetzt war ich, denke, im Mai 1944, warum Ghetto Kovno war ein Konzentrationslager, KL. Kinder waren nicht erlaubt. Hat noch die ganze Familie gefahren nach Stutthof. Stutthof hat gesagt, das ist ein Camp in Ostpreußen. Frauen und Kinder heraus, aber die Familie hat beschlossen, dass ich soll mit dem Vater und Bruder bleiben. Da habe ich mich nicht gehabt, eine Gelegenheit zu abscheiden von Mutter und Schwester, und die habe ich nie mehr gesehen. Wir sind gefahren schnell nach Dachau, Landsberg. Dort haben die Deutschen gebaut die Ringeltaube. Und die Leute waren beschäftigt in Arbeit. Ich habe schon gearbeitet in der SS-Küche, aber die Kommandantur hat ausgefunden, dass 131 Kinder eingeschmuggelt in dem Lager. Hat uns zusammengeklebt, und ich habe keine Gelegenheit gehabt, zu sich verscheiden von meinem Vater. Und direkt, wir sind ferngenommen bei Lastwagen nach Dachau. Wir waren in Dachau etwas Zeit, aber ein älterer Freund, ein Bursch, hat uns trainiert, wieso zu marschen, links, rechts. Und das war sehr wichtig. Und dann, wir sind an einem Zug nach Birkenau. Weil wir sind den Abend, die Nacht gebracht geworden zur Vernichtung, hat unser Bursch gesagt, alle geradeaus, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und die Deutschen haben das enttäuscht, sagen sie. Sie sind nicht die Juden, die kommen wie die Paketen, wie die Kinder, die marschieren doch so schön. Kommt der kleine Offizier, sagt, was soll ich für diesen tun? Sagt der Hauptmann, lass dem durch. Er kennt es nicht.